Hallo und willkommen zurück zu EverQuest 2, die zweite Staffel, die zweite Folge. Es geht wieder weiter. Wir hatten gesagt, wir nehmen hier noch schnell eine Quest an. Da müssen wir nämlich dann 1000, ich glaube, Untote töten und das können wir dann im Verlaufe von anderen Quests tun. Deswegen ist es wichtig, dass wir das hier zuerst annehmen müssen. Und dazu muss ich zunächst einmal wieder hier diese Greifestation in Antonika benutzen. Gehen wir mal hier so hoch. So. Müssen wir mit dem reden. Ich möchte reisen. Wo möchte ich denn hinreisen? Zur Steppenstation. Und wie man sieht, ist die Karte hier noch nicht aufgeklärt. Das liegt wahrscheinlich daran, ich weiß nicht, woran es liegt, an einem Bug oder was auch immer. Denn eigentlich haben wir die Karte ja schon komplett aufgeklärt. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich habe mir ja auch noch nicht diese Zusatzmap installiert, wo man dann alle Punkte eingezeichnet sieht. Wir schauen hier gerade mal an und ihr seht auch, während ich hier rumfliege, dass sich die Karte Stück für Stück aufklärt beziehungsweise farbig wird. Ist jetzt nicht besonders dramatisch, dass da jetzt wieder hier der, wie heißt das, Fog of War liegt. Aber gut, seltsam ist es trotzdem. Ja, dann habe ich in der letzten Folge eine ganze Menge Kommentare bekommen. Und zwar, wir sollen doch zum Beispiel bitte mal ein neues Reittier benutzen. Von dem Feuerwalk haben wir uns langsam satt gesehen. Ja, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder, ich kann mir ganz simpel, ganz schlicht ein neues Reittier kaufen. Oder wir können warten, bis wir hier ein Flugtier bekommen. Dazu müssen wir aber, glaube ich, mindestens Level 80 sein. Also ich weiß nicht, ob es schon mit Level 80 geht oder erst mit Level 84 oder so. Und dann können wir hier genau wie hier mit diesem Greifen durch die Gegend fliegen, was natürlich auch ziemlich geil ist. Aber dazu, wie gesagt, müssen wir erst im Level aufsteigen. Die dritte und letzte Möglichkeit ist dann, dass wir eine Quest gemeinsam machen, wo wir auch ein schickes Reittier bekommen. Aber da fällt mir jetzt spontan erstmal nur eine ein. Es gibt bestimmt mehrere, aber momentan, wie gesagt, habe ich eine im Kopf. Ist allerdings auch noch ein ganz langer Weg, bis wir das geschafft haben. Aber das ist dahin, das ist dort, wo wir dann sowieso hinwollen. Das heißt, ich könnte dann erstmal ein bisschen langsam machen. Ich schaue nochmal, was man für schöne Reittiere kaufen kann. Eventuell langt mal ein Geld, ja. Und dann werden wir uns eins besorgen. Bis dahin allerdings, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann diese Quest anfangen mit diesem anderen Reittier. So, nun gehen wir in Richtung Sturmfeste. Da ist alles grau, da greift uns niemand mehr an. Dazu müssen wir mal hier hin, glaube ich, dahinter dem Felsen. Da hat sie sich versteckt, die Sturmfeste. Da seht ihr schon die Skelette, die waren früher alle mal farbig, logischerweise. Mittlerweile sind sie schon lange, lange grau. So, und ich hoffe, dass ich jetzt keinen Fehler mache. Und dass wir nicht die Quest schon angenommen haben, aber ich meine, wir haben sie noch nicht angenommen. Denn hier in dieser Sturmfeste, da hängt ein Schwert und dieses Schwert müssen wir anklicken. Es könnte jetzt auch sein, dass uns noch eine Quest vorher fehlt. Ihr seid nicht zufällig an Ruhm und Reichtum interessiert? Ich bin immer an Ruhm und Reichtum interessiert, aber jetzt im Moment nicht. Es kann sein, dass wir vorher noch eine Quest erledigen müssen, damit wir die annehmen können. Aber ist mir jetzt eben gerade erst eingefallen, wir müssen es dennoch mal probieren. So, dazu müssen wir einfach hier ein Stückchen reinlaufen. Ja, das ist die Sturmfeste. Die ist ziemlich geil. Wenn man Level 20 ist, oder so um die 20, da sind nämlich die ganzen Gegner mindestens weiß. Also weiß heißt das gleiche Level. Wenn was gelb ist, orange-rot, dann immer höher über dem eigenen Level. So, und ich weiß es nicht mehr genau, ob wir jetzt hier auch wirklich richtig gehen. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Jetzt müssen wir hier rüber. Und ihr seht, wie viel diesen Level 20 heldenhaft sind, also Gruppengegner normalerweise. So, jetzt haben wir hier oben das Schwert. Schwert ergreifen. So, und wir können es nicht ergreifen. Verdammt nochmal. Das ist dann wieder der Vorführeffekt. Als ihr euch dem Schwert nähert, hält euch eine heftige Erschütterung in eurem Geist zurück. Ihr spürt deutlich, dass der vorherige Besitzer des Schwertes vernichtet werden muss, bevor ihr es zu eurem Eigentum machen könnt. Gut, dass wir das Schwert jetzt nicht nehmen können, ist also völlig normal. Das Problem ist jetzt, dass wir hier keine Quest bekommen haben, denn da gibt es normal eine. Aber dazu müssen wir erst was anderes machen. Bisschen umständlich, dauert eine Weile. Da sind wir dann auch wieder 3-4 Folgen beschäftigt, wenn nicht noch länger. Vor allen Dingen aber brauche ich dann die spezielle Karte. Jetzt bin ich schon wieder falsch gerannt. Da brauchen wir die spezielle Karte, weil ansonsten finde ich hier die entsprechenden NPCs, wo wir hin müssen, nicht.
Und wie ich gerade feststelle, finde ich noch nicht mal mehr den Rückweg. Aber ich würde sagen, wir können ohnehin die Abkürzung nehmen. Denn wir müssen jetzt mit dem Greifen wieder zurückreisen. So, und dann nehme ich einfach mal hier den Ruf zur Heimat. Nehme die Abkürzung. Und damit müssten wir, glaube ich, wieder in Schloss Blickweiler rauskommen. Genau, da steht es auch schon. So, jetzt nehmen wir... Ups, wieder zurück. Innerhalb von Kenos reisen nach Antonika reisen. Wir nehmen jetzt mal das Schiff. Wir fahren heute ein bisschen mit dem Schiff. Durch Norad reisen. Ich schaue mir das gerade noch mal an. Die Kylon-Ebene, da wollten wir hin. Also ich weiß gar nicht, ob hier überhaupt noch ein Schiff kommt. Die haben ja jetzt überall diese Schnellreisefunktionen eingebaut. Man musste hier früher mit dem Schiff wirklich fahren. Und später kam dann diese Schnellreisefunktion. Finde ich persönlich ein bisschen schade, denn das zerstört so ein bisschen die Atmosphäre. Klar, es macht das Spiel einfacher und schneller, vor allen Dingen, wenn man mal eben schnell wohin muss. Aber mein Gott, es ist halt so... Ach, da seht ihr so ein Reittier. So einen könnte man dann irgendwann kaufen. Da steht ein, da sitzt praktisch ein Spieler drauf. Jetzt geht er hier, kann man sehen. Aha. Schauen wir uns nochmal an. Und der ist nämlich gar nicht so groß. Der sah nur ziemlich groß aus in der Luft. Betrachten wir uns hier nochmal. Todesschuppe, Hitotsu, Drachentöter von den Bloody Angels. Das ist ein Ratonka, das sieht man an der spitzen Nase. Also der Charakter, nicht dieser komische Drache, wo er da drauf sitzt, diese Echse. Ja, und der, können wir ja gerade mal gucken, der ist Level 92. Also der hat das maximale Level. Ich dachte die ganze Zeit, Level 90 ist das Maximum, aber es geht mit Hilfe von den Achievement-Punkten, kann man sich bis zu Level 92 hochstufen lassen. Das funktioniert. Oh, jetzt werde ich angesprochen. Da werde ich gleich mal antworten. Ja, bin ich. Bist du nicht der YouTuber Creo World? Ja, bin ich. So, ich bin nur gerade am Aufnehmen. Muss ich ihm leider auch schreiben. Ich bin nur gerade am Aufnehmen. Und mach mal ein Smiley dahinter. So, jetzt bleiben wir noch mal einen Moment stehen, mal gucken, was er zu sagen hat. Und dann reisen wir in die Kylon-Ebenen, wie ich schon besprochen habe. Antwortet er mir jetzt nochmal? Ah so, dann will ich nicht weiter stören. Okay, ja, der wird sich in der nächsten Folge sehen. Ich brauche jetzt nicht mehr zu antworten, weil der ist schon weg und der kann dann diesen Umkreis-Chat nicht mehr lesen hier. Ich könnte ihn jetzt natürlich noch antellen. Aber warum? Denn er wird es ja in der nächsten Folge sehen, vielleicht. Okay, was haben wir gesagt? Kylon-Ebenen, da wollen wir hin, genau. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich hier wirklich richtig bin. Es ist ja schon eine ganze Weile her. Aber wir sind hier vollkommen richtig. Willkommen zu den Kylon-Ebenen. So, die sind orange. Da müssen wir mal gucken, ob die nicht noch zu stark sind für uns. Die waren wir sogar noch nie. Seht ihr an diesem Gebietsbling, was wir eben gerade bekommen haben? Hier waren wir noch nie. So, hier gibt es jede Menge Quests. Ja, normalerweise sieht es ein bisschen schöner aus hier. Ich habe die Grafikoption ein bisschen runterdrehen müssen, denn ich bevorzuge es, wenn das Spiel flüssig läuft. Und das Problem ist halt, dass das Aufnahmeprogramm eine ganze Menge Leistung kostet. Ansonsten könnte ich es auch höher eingestellt flüssig spielen. Nur mit dem Aufnehmen ist es halt nicht so toll. So, Level 68 sind die. Das heißt, es würde gar nichts ausmachen, wenn wir hier nur schon 10 Level höher wären. Das sind aber auf jeden Fall alles Singleplayer-Gegner. Das heißt, erstmal keine Gruppengegner. Wir probieren das jetzt einfach mal. Der ist jetzt Level 68. Wir sind Level 61. Das Hauptproblem daran ist, dass die unsere Zaubersprüche widerstehen. Wir probieren es einfach. So, ihr habt das gesehen. Der hat widerstanden. Ansonsten wieder umgehen wie eine Rakete. So, und da ist er auch schon hin. Also ist gar kein Problem. Jetzt sind wir leider vom Pferd abgestiegen. Das kann man, glaube ich, in Optionen einstellen. Habe ich noch nicht gemacht.
Aber sehr schön zu sehen, dass wir selbst Gegner, die viele Stufen über uns sind, packen. Drachenidenjägerin. So, die ist sogar Level 69. Das Hauptproblem ist, wie gesagt, dass die vieles widerstehen. Unsere Zaubersprüche. Und dann haben wir ein ernsthaftes Problem. So, aber ich würde sagen, wir nehmen mal die ganzen Quests hier an. Grush Maxarin. Greetings, Traveler. Ja, die harte Arbeit der letzten 20 Jahre. Wohin führt sie uns? Ein paar Docks. Nein, ich mache Witze. Die Docks sind großartig. Hallo, ich bin Grush Maxarin. Ich bin Astral. Freut mich, euch kennenzulernen. Werdet ihr euch nützlich machen oder seid ihr nur zum Quatschen gekommen? Ja, ich würde mich gerne nützlich machen. Gegen die ein oder andere Belohnung, versteht sich. Das ist schön zu hören. Mein vorgesetzter Offizier hat mich beauftragt, den Rhysium-See zu untersuchen. Wir können das Wasser daraus nicht trinken. Es macht uns krank. Ich bin dafür verantwortlich, es zu prüfen. Ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, dass es die Drachniden im Osten sind. Richtig? Sie sind spinnenartig und besitzen Gift und das Wasser hat uns vergiftet. Man muss kein Magier sein, um das herauszufinden. Wisst ihr? Und zufälligerweise bin ich auch noch für was anderes verantwortlich. Ja, und während er da mit uns redet, geht er einfach mal weg. Das ist aber nicht nett. Ich händige die Kopfgeldzahlung für erschlagene Drachniten aus. Für je 8 Drachnitenköpfe, die ihr mir bringt, kann ich euch bezahlen. Warum sollte ich also selbst nach Drachnitengift suchen, wenn ich Leute bitten kann, mir Drachnitenköpfe zu bringen? Wenn sie welche finden, versteht ihr? Tja, bisher hat es nicht funktioniert, aber falls ihr sowieso geht und die Drachniten tötet, könnt ihr ihre Leichen auch nach einem Giftbeutel absuchen. Sobald ich diesen Beutel habe, kann ich sehen, was unser Wasser vergiftet. Ich bin sicher, dass die Drachniten verantwortlich sind, denn die Drollwags haben kein Gift. So, und damit nehmen wir diese Quest an. Die Quest ist hier, ihr seht das, blöde Drachniden, so heißt die Quest, die ist orange. Und da taucht sie auch schon auf. Wir brauchen also, wir müssen 8... Ne, ich brauche die Köpfe von 8 Drachniten aus den Bergen östlich von Drecks Landungsplatz. Das sind die hier vorne. Können wir direkt sehen. Beziehungsweise es sind schon ein paar Tote, da ist wahrscheinlich gerade aufgeräumt worden. Und ein Drachniden-Giftbeutel. Bäumel wollte ich schon sagen. Ich bin auch so ein Bäumel. So, aber okay. Wir nehmen mal die hier. Warum hatten die so ein Pfeil? Wahrscheinlich zeigt es das an, dass wir diese für eine Quest brauchen. Das war früher auch nicht. Cool. So, wir gehen erstmal hier ein Stück Entdeckung. Also zwei auf einmal werden wir wahrscheinlich nicht packen. So, komm her. Da hat sie schon wieder widerstanden. Ist aber jetzt gestorben. Also schön vorsichtig. So, was hat sie dabei? Den Drachniden-Giftbeutel hat sie dabei. Ein Drachniden-Kopf. Ja, den hat sie auch dabei. Ich habe meinen Kopf auch meistens dabei. Jetzt haben wir schon mal zwei Sachen gefunden. Jetzt fehlen uns noch 7 Köpfe. Dann gibt es hier die Belohnung. Da habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, was es als Belohnung gibt. Aber ich glaube nichts Besonderes, sondern nur Geld. Wer bist denn du? Ein Raureif-Raubgeselle. Ach, die sind böse Burschen. Die werde ich jetzt erstmal in Ruhe lassen. Ich kümmere mich hier direkt um die Drachniden. Drachniden-Blutritter. So, komm her, mein Freund. So, und ihr seht, ich drücke da unten diese Spells, diese Zauber immer mit der Maus an. Bei einem Zauberer ist es eigentlich ganz okay. Ich habe auch früher einen Heiler gespielt. Da ist es extrem wichtig, dass man das alles viel schneller und präziser machen kann. Deswegen habe ich es da auf Tastatur gelegt. Aber hier bei dem Zauberer, da werde ich da mit der Maussteuerung das belassen. Sonst müsste ich nämlich, das hatte nämlich den Grund, dass ich die ganzen Spellleisten wieder anders anordnen müsste. Weil man die nicht ganz so frei belegen kann, wie man es gerne möchte. So, die hat es leider widerstanden hier. Sehr ärgerlich. Oh, dafür war sie mit einem Treffer hin. Dann hat sie 5 Sachen widerstanden und ein Treffer und dann war sie tot. Auch die hat wieder einen Drachniden-Kopf dabei. Jetzt haben wir schon 3 von 8. Wir gehen nochmal um den Baum rum. Da stand nämlich jemand. Hier, du bist der Nächste.
So, komm her, mein Freund. Sehr schön. Und vor allen Dingen, da die so hoch im Level sind, gehen die auch noch richtig geil XP. Erfahrungspunkte also. Und wir kümmern uns direkt um den nächsten. Oh Mist, die hat widerstanden. Die hauen nämlich auch gut rein, wenn die widerstanden haben. Das heißt, die machen sehr viel Schaden. Aber die ist hin. Sehr schön. Da haben wir jetzt hier zwei Köpfe. Ein Kopf. Zwei Kopf. So, 5 von 8. 6, 7, 8. Noch 3 Stück müssen wir doch packen, oder? Das ist übrigens wahrscheinlich der See, den eine meinte, der da vergiftet ist. Weil die Drachniden da ihr Gift absondern. Oder was auch immer sie da tun. So, wir haben eben gerade ganz schön Glück gehabt, denn wir fahren fast tot. Das ging eben ruckzuck. Ich habe jetzt gar nicht geguckt da drauf. Die war vielleicht ein Level höher. Ich weiß es gar nicht. Aber immer hier, wenn wir unten, ihr seht ja unten diese Erfahrungspunkte-Leiste. Immer wenn wir da 10% voll haben, dann frischt es automatisch unser Leben auf. Deswegen sind wir jetzt wieder voller Energie. Denn wir hatten gerade Glück und die 10% waren gerade voll. So, aber hier. Nächster bitte. 68. Jetzt achte ich wieder drauf. Und der Spell ist auch wieder bereit. Sehr schön. Ach Mist. Die hat es jetzt wieder widerstanden. So, das Festketten muss nämlich funktionieren. Ansonsten kriegen wir ernsthafte Probleme. So, wir haben es aber geschafft. So, den Drachenkopf noch. Jetzt fehlt uns noch einer, den werden wir ja wohl auch noch packen. Und zwar nehmen wir da genau die hier. Beziehungsweise, ich könnte noch mal einen kurzen Moment warten. Denn mein Leben ist gerade ziemlich unten und es geht schneller wieder hoch, wenn ich was esse. So, jetzt verzehren. Hier auch noch mal verzehren. Also, Getränk ist für Mana und Essen ist für Leben. Das wird dann schneller regeneriert, wenn man vollen Magen hat. Ist ja ungefähr so wie in echt. Wenn man nicht zu viel isst, dann fühlt man sich danach besser. Okay, aber hier der nächste. Oh, und die hat widerstanden. Das ist scheiße. Aber die ist auch schon hin. So, und damit haben wir alles und können wieder zurückkehren. Und ich muss das unbedingt in Optionen mal ändern, dass wir automatisch vom Pferd absteigen, wenn wir hier am Kämpfen sind. Das stört mich nämlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen kann man nämlich hier wunderbar auf Pferden kämpfen. Beziehungsweise auf Reittieren. Man muss es bloß in den Optionen aktivieren. So, hier ist wieder der Crush Maxirion. Und ihr seht, der hat ein leuchtendes Buch über den Kopf. Das bedeutet, wir haben diese Quest abgeschlossen. Greetings, Traveler. Habt ihr alles bekommen? Ja, die Köpfe und das Gift. Sehr schön, hier ist eure Bezahlung für die Giftköpfe und danke für das Gift. Jetzt brauche ich nur noch etwas Wasser vom Raisium-See und der Test kann beginnen. Glaubt ihr, das Wasser beschaffen zu können? Rush Mixurian hat mich darum gebeten, ihm eine Wasserprobe aus dem Rysesium-See zu bringen. Gar nicht so leicht auszusprechen. Dafür kriegen wir was. Und zwar ein paar neue Handschuhe mit 30 Intelligenz. Unsere alten jetzt haben nur 27. Sind aber auch nur für Level 52. Das heißt, noch ein Level und ich könnte mir wahrscheinlich wieder neue Rüstung besorgen. So, bevor er da abhaut, nehme ich schon mal schnell die Quest an. So, und da steht's nämlich. Ich brauche eine Wasserprobe vom Rysesium-See, direkt nordöstlich von Drecks Landungsplatz. Was wollte ich noch sagen mit den Rüstungen? Ja, man kann hier eine ganze Menge Rüstung finden, wie in vielen anderen, wie in jedem anderen RPG eigentlich auch. Aber diese geschmiedete legendäre Rüstung, die schon ganz gut ist für den normalen Spieler, sage ich mal, für den Singleplayer-Spieler, die ist immer alle 10 Level.
Und das nächste Level ist eben Level 62, das heißt noch ein Level und wir können uns ein komplett neues Rüstungsset kaufen, besorgen, schmieden lassen, machen lassen. Beziehungsweise wir brauchen ja Stoffrüstung, dann wohl eher schneidern lassen. Okay, ich würde sagen, für diese Folge soll das das gewesen sein. In der nächsten Folge statten wir dem See einmal einen kleinen Besuch ab. Und ich kümmere mich mal darum, dass wir bei dieser Quest, die wir am Anfang annehmen wollten, dass ich das da noch hinbekomme, dass wir das nämlich noch annehmen können. Und jetzt wünsche ich euch noch was. Macht's gut, bis dann.